Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Bloodstained Ritual of the Night. Ja, in der letzten Folge haben wir versucht, einen Weg durch das Wasser zu finden. Naja, ursprünglich haben wir eigentlich versucht, die Fähigkeit zum Schwimmen zu finden. Schlussendlich haben wir uns dann, glaube ich, irgendwie anders geholfen. Ich weiß nicht, ob das so wirklich das ist, was man da tun musste. Wenn es das ist, dann bin ich sehr froh, dass ich das gefunden habe, weil das ist für mich nicht ganz offensichtlich. Wenn wir nur einen Workaround gefunden haben, sozusagen, dann bin ich sehr zufrieden, dass ich sowas finde. So oder so sind wir hier in einer interessanten Wüste angekommen. Und, au. Klappt ja wieder mal super. Naja, das hier ist die Wasserfähigkeit, die auch spitzenmäßig an der Luft funktioniert, um die Gegner so ein bisschen niederzuschnetzeln. Nein. Nein, 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 nein. Au, na super. Jetzt habt ihr es doch noch geschafft. Och, Mann, ey. Ihr seid ein bisschen nervig, aber es ist in Ordnung. Ich verziehe mich einfach nach hier unten. Mach das hier. Und füll hier mal mein Leben wieder mit auf. Und ja, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass wir bisher immer noch keinen Speicherpunkt hier unten in der Wüste gefunden haben. Dass wir uns immer nur wegteleportieren können. Ist auf Dauer ein bisschen nervtötend. Aber kommen wir schon mit klar. Kapazität mehr. Ich habe noch nie eine Fernkampfwaffe benutzt. Vielleicht sollte ich es mal ausprobieren. Aua. Hört doch mal auf mit dieser Scheiße, ey. Entschuldigung. Manchmal muss man ein bisschen ausfallend werden. Okay. Ich brauche jetzt erstmal wieder heiliger Schatten. Vielleicht lege ich mir das mal hier rauf. Okay. Was wollte ich eigentlich tun? Ich wollte eigentlich den Reflektorstrahl hier drauf packen. Um uns diese Kiste hier oben zu holen. Aber das ist nur eine, die sich von allein wieder auffüllt. Mit anderen Worten, ein bisschen langweilig. Okay. Ich bin sehr verwirrt von dem Ganzen hier, aber kriegen wir schon hin. So, genau. Aua, Alter. Wieso bleibt denn das Feuer da so lang? Und warum bist du auf einmal an der Decke? Das habe ich nicht verstanden. Oh, Knochendrache. Hallo. Von dir brauchen wir noch ein paar. Ach, lebendes Fossil sind das. Okay, verstehe. Na, mach auf. Gold. Okay. Oh, noch ein Knochendrache. So, der Geist ist auch weg. Okay, dann hätten wir diese Runde erledigt. Da links sind wir nicht nach oben gekommen. Na gut. Ach, scheiße. Falsche Fähigkeit ausgerüstet. Okay, das sind drei Schläge. Aua. Ich habe mit der Feuerpeitsche fertig machen wollen. Blöde Ziege. Hilfe. Nein. Böse. Scherben. Aquastrom. So. Aufs Maul. Nein. Nein, habe ich gesagt. Und trotzdem funktioniert es irgendwie bei denen. Alter. Das ist doch ein abgekartetes Spiel hier. Ihr arbeitet doch zusammen. Natürlich arbeiten wir zusammen, es sind alles unsere Gegner, aber die arbeiten irgendwie noch spezieller zusammen als alles andere gefühlt. So, weg mit dir. Meine Güte. Das ist schon wieder fast tot.
Ja, wegen dir. Mann. Okay. Nein, ich glaube nicht, dass es an dem Frosch lag. Trotzdem nerven die Viecher. Okay, kurz kratzen und weiter geht's. Bitte mein Speich. Oh Gott sei Dank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber ich habe das Gefühl, dieser Speicherpunkt könnte hier sein. Okay. Hi, Schatz. Hola, laden Sie Ihren zufällig hoch? Nein, wieso? Das ist Ruckelfisch-Scheiße. Nein, ich mach gar nichts, aber du kannst den Router gerne neu starten. Okay, dann bin du da. Ich mach online nämlich nichts, wie du dir vielleicht denken kannst. Okay. Manchmal verwirrt mich, wie sie jetzt hier. Okay, so, hier brauchen wir einmal Gegengift wieder. So, dann setze ich mir mal wieder meinen Kopfhörer auf. Alter! Nein! Böse, böse, böse! Nein? Anhaltende Wunde. Hm. Okay. Ich finde es immer ein bisschen seltsam, dass man auf diesem Bücherregal nicht stehen kann. Nicht, dass man davon irgendwie großartigen Mehrwert hätte, aber irgendwie finde ich Bücherregale. Da kann man ruhig, sollte man ruhig mal drauf stehen können. Hör auf mit der Scheiße, du blödes Löwenviech. Oh, auf die Fresse. Meine Erfahrungspunkte. Und dann ist ja auch alles in Ordnung. So, einmal Fortschritt speichern. Fertig. Okay. Gut, dann wollen wir mal schauen, wo uns dieser Fahrstuhl hinbringt. Naja, aber da gibt's nichts. Auf geht's nach oben. Oh. Ich dachte, wir kommen weit nach oben. Und nicht nur so ein Stückchen. Oh nein, nicht schon wieder so ein Ding. Das verwirrt mich immer. Naja, okay. Da konnten wir zum Glück nicht so viel machen. Da ist irgendeine Barriere. Okay. Und hier haben wir einen Bossgegner. Das heißt, ich gehe nochmal ganz nach unten. Speicher nochmal. Du bist offline. Bitte überprüfe deine Netzwerkverbindung. Danke, Origins. Ich wüsste nicht, dass ich eine Online-Verbindung für Bloodstained brauche. Das wäre mir neu. Höchstens, um die Speicherdaten in die Cloud zu laden. Aber ehe ich das Spiel wieder ausmache, sollte der Router wieder laufen. So. Freunde, nächster Bossgegner. Ich bin gespannt. Ich bin richtig gespannt. Bin gespannt, was ist... Ja, Tokitaka. Alfred, du? Miriam, Alfred, was machst du denn hier? Ja, eben. Ich bin so heldenhaft. Ich bin so heldenhaft und hüpf direkt rein. Ich hätte das direkt an uns vorbeigeschmissen. Nein, böse. Aua. Böse Alfred. Böse Alfred, habe ich gesagt. Ja, von mir aus gehe ich auch hier hoch. Mir ist das Jacke wie Hose. Ach, was machst du denn? Böse Alfred. Oh, er schiebt uns sogar nur. Er tut uns nicht mal was. Okay, das ist ein sehr stranger Kampf, Freunde. Das ist ein sehr stranger Kampf. Das ist ein sehr, sehr stranger Kampf. Oh, verlangsamt, geil. Hui! Was war das? Verflucht! Oh nein, verflucht! Und meine Nase juckt! Ah! Au. Okay, also diese Verlangsamungssternen, die sind böse. Die sind wirklich bösartig. Wie mach ich die denn kaputt?
Ansonsten ist der Kampf eigentlich echt nicht kompliziert, aber durch diese Verlangsamungssphären ist das tatsächlich gar nicht... Okay, wir haben ihn besiegt. この力、さすがに別格ということか。ロガイスの書は諦めて。私がやらねばならぬ。やっと得られたチャンス。これが最後のチャンスなのだ。 Tschüss. Okay, Alfred ist jetzt besiegt. Und so wie ich das verstanden habe, müsste jetzt das... Genau, das Siegel ist jetzt weg. Okay, vielleicht war Alfred auch wieder nur so ein Zwischenboss-Gegner. Ich wollte gerade sagen, ich habe auch gar kein Achievement für ihn bekommen. Aber das könnte daran liegen, dass ich nicht mit dem Internet verbunden bin. Also das war wirklich ein sehr seltsamer Kampf. Und der wäre echt easy gewesen, wenn es diese Zeit... diese Zeitverlangsamung nicht gegeben hätte. So, okay, Siegel ist weg. Und wir kriegen eine Fähigkeit. Oh ja, Freunde, wir kriegen eine fette Fähigkeit. Was kriegen wir denn? Wir kriegen... Bleigewicht. Du sinkst im Wasser, sodass du den Bereich unter der Wasseroberfläche erkunden kannst. Jetzt können wir endlich schwimmen. Sozusagen. Okay. Dafür mussten wir Alfred besiegen. Bisschen strange, wenn man mich fragt, aber okay. Naja, Alfred ist tot. Das ist die Hauptsache. Vergiss es. 3 und 5. Oh, und noch ein Level-Up für uns. Sehr nice. Froschi. So, Ghosty. Ach, verdammte Axt. Ich sagte verdammte Axt. Stimmt, ich habe gar keine Axt. Ich habe eine Keule. Ektoplasma. Okay, ist egal. So, wir porten uns dann gleich. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir uns hier hin porten, aber das machen wir dann, wenn es soweit ist. Das ist mir gerade zu theoretisch. Oh, oh, neuer Splitter. Verteidigungsverstärkung. Okay, akzeptiert. Das heißt, wir mussten tatsächlich war es vom Spiel gewollt, dass wir diese halbwegs getrickste Variante machen. Also zumindest für mich hat es getrickst gewirkt, dass wir uns von diesem einen Wasserviech die Fähigkeit holen. Um uns dann durch das Wasser zu bewegen. Das hat für mich wirklich nicht so gewirkt, als wäre das, was man machen muss. Aber ist in Ordnung. Wir haben es hingekriegt, wir sind weitergekommen und das ist die Hauptsache. Naja, du mich auch, Feenstaub. Sondern irgendwann muss ich auch nochmal in das geheime Labor. Labor. Einfach, um da Feenflügel zu sammeln. Oh. Sorry. Oh, hey. Ingwer und Stahl. Hm? Oh, guck mal, Leute. Affe! Das gefällt mir. Monsterhorn. Okay. Keine Ahnung, wie wir da rankommen sollen. Ich weiß es einfach nicht. Okay, hier unten haben wir wieder ein fliegendes Laken. Meine Hassgegner von anderer Stunde. Und ich hätte immer noch gerne deren Splitter. Ich weiß immer noch nicht, was die für einen Splitter haben. Und das fuchst mich ein bisschen. Achso, okay. Flop. Arme nach unten. Ja, Froschi. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung, dass ihr hier seid. Stört mich nicht. So, und an diese Kiste müssten wir ja rein theoretisch auch rankommen. Oh, weil die meines Wissens nach nur vom Doppelsprung geschützt wurde. Und den haben wir ja jetzt.
oder maximal vom Reflektorstrahl. Ja, Doppelsprung reicht schon aus. Elementarmunition. Hatten wir den schon? Ich meine mich zu erinnern, dass wir das, dass wir den Band schon besitzen. Naja, egal. Fortschritt speichern. Flup, flup. Okay. Ach ja, diese Viecher, ich erinnere mich. Das sind die Shovel Knights. Nochmal der. Okay. Sehr schön. Currypulver. Currygerichte. Okay. Aha. Oh, schön. Ich wollte einfach nur gerade die Karte aufdecken auf der Seite. So ist es natürlich viel angenehmer. Haben wir hier noch irgendwie... Oh. Kollege, wer bist du denn? Benjamin. Wie ist er denn hier hingekommen? すまね、投資家、旅行で訪れたでけえ滝を思い出しちまった。決定いいかな。本当に悪かった。もう一回、なんとかしてくれ。わお。助かったぜ。今度こそ家を思い描いて。二度はしくじらねえと、その前にこいつをお礼に渡しておくぜ。 Was gibt's? Nein, ich glaube nicht, dass du das kannst. 5000 Gold. Okay. Toll. Bitte, arme Benjamin. Naja, selber schuld. Wir hatten ihm damals gesagt, er soll... Stuhlmimik. Wir hatten ihm damals gesagt, er soll auf jeden Fall an sein Haus denken. Da können wir nichts für, eigentlich. Aber gut, wir helfen ja gern, ne? Hier, weg mit den Viechern. Ach, endlich! Naja, schwimmen sieht auch anders aus, wenn wir mal ehrlich miteinander sind. Aber so kann man zumindest schon mal damit arbeiten. Ne, Fisch? Ne, der ist schon tot. Okay. Ah, und jetzt kann man sich gar nicht mehr damit durchwuschen. Bisschen schade ist das ja schon. Hat er mich Spaß gemacht. Lab, Saphir und Smaragd. Okay. Hier nach oben rechts. Kommen wir da schon hin? Brauchen wir dafür Reflektorstrahl? Brauchen wir dafür irgendwas anderes? Ich weiß es gerade nicht mehr. Deswegen würde ich lieber gucken. Oh ja, Buer beschwören ist in Ordnung. Hä? Bin gerade ein bisschen verwirrt, warum wir hier nicht waren. Stahlausrüstung. So, okay. Stopp. Noch ein Buer. Okay. Das hätten wir dann auch. Würden hier natürlich wieder nach oben kommen. Wollen wir ja aber gar nicht. Ich speichere mal eben zwischen. So. Genau. So, der weg. Du stirbst auch noch eine Runde. Au. Wahrscheinlich können wir dann jetzt unter Wasser auch die anderen Fähigkeiten benutzen, wie den Reflektorstrahl oder sowas. Okay, da haben wir alles vom Wasser befreit. Und dann sind wir wieder hier unten. Hat uns sehr weit gebracht, die ganze Geschichte hier. So, Attacke. Aua. Ja, und wie kommt man hier jetzt wieder hoch?
Ich glaube, ich habe mir gerade selbst ein Ei gelegt, weil die Fähigkeit kann ich, glaube ich, nicht abrüsten. Nee, ich glaube, das kann ich nicht abrüsten. Verdammt. Mann, oh Mann, was wir schon so alles gesammelt haben, ne? Dann haben wir die Bücher. Naja, ich wüsste jedenfalls nicht wie. Na gut, dann halt nicht. Dann sollen wir wahrscheinlich hier sein. So, Attacke. Kannst du bitte noch sterben? Ich will noch deine Sachen haben. Aquatisches Filet und aquatisches Blut. So, okay. Einmal Mahagoni. Aufs Maulfisch. Wir können auf jeden Fall jetzt auch andere Sachen benutzen. Da ist doch gerade was kaputt gegangen. Strange. Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Aufs Maulfisch. Lalalala. Oh nein, hier sind wir wieder. Amphibische Geschwindigkeit. Alter. Okay, aber ich glaube, das ist diesmal tatsächlich ein bisschen einfacher. Es hat sich nämlich ein bisschen schwammig gesteuert. Muss ich leider gestehen. Hat sich ein bisschen schwammig gesteuert, als wir... nur so komisch rumschwimmen konnten. Gebratener Frisch. Ich freue mich immer, wenn ich leckeres Frischfilet bekomme. Ah, okay. Wir können das rein theoretisch blocken. Tun's aber nicht oft. Ich finde das Schreien von ihr sehr entspannt, wenn das unter Wasser ist. Muss ich sagen. Sonst fühle ich mich immer so ein bisschen belästigt davon, könnte man fast sagen. Aber unter Wasser ist das... sehr angenehm. Dadurch, dass das so dumpf ist. So, was gibt's hier? 500 Gold. Das ist jetzt nicht so viel, aber okay. Wir brauchen einmal nicht die Tastenkürzel, sondern die Scherben. Und zwar den Reflektorstrahl. Läufergürtel. Okay. Ich switch wieder einmal. Aquastrom. Wenn wir das nächste Mal irgendwie in der Basis sind, hoffe ich, dass wir den Aquastrom noch ein bisschen verbessern können. Weil, ja, der macht auch an der Oberfläche sehr viel Spaß, wie ich schon das ein oder andere Mal sagte. Okay. Wir haben das jetzt so... Okay, wir müssen aber hier raus. Ich wüsste nicht, wie wir das sonst anders... Ich bin halt hier runtergefallen und das war scheiße. Das war richtig kacke. Ich müsste hier hin und dann müsste ich versuchen, hier so, damit ich gleich hier direkt auf der Seite bin. Oder ich porte mich gleich hier hin. Das sollte auch gehen. Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht, nach dem Motto. Okay, einfach hier runter und dann nur nach rechts laufen. Dann sind wir auch schon da. Okay, der will nicht. Immer wieder Drachi. Auf die Fresse, Drachi. Oh, Drachensplitter. Cool. Stoßwiderstand. Toll, danke, dass ich nicht schlagen konnte, weil ich gerade noch nicht ganz fertig mit der Animation war. Finde ich sehr angenehm. Oder sowas in der Art wie angenehm. Aufs Maul. Gib mir das. Ambrosia. Okay. Dann würde ich sagen, switchen wir mal wieder dahin. Und können damit auch wieder eine Quest abgeben. Und vielleicht jetzt, wo wir die Stahlsachen craften können, gehört da die Brigantine dazu? Das würde mich sehr erfreuen. Oh, meins.
Das würde mich sehr, sehr erfreuen. Dann könnten wir nämlich die Quest endlich abgeben. So, hier einmal gerecht, Geschwindigkeitsgürtel, hier einmal gerecht, Kristalle. Und jetzt haben wir wieder neue Viecher. Millionärsfluch, Wiedergänger, Dämonenherrscher, Gusion, Grimsonit, Bixbuit, Goldener Machtring und die Banditenklinge. Die hätte ich schon gerne, Banditenklinge. Ich glaube, die könnte gut sein. Glaube ich wirklich. Okay. Einmal alles angenommen. Moin, Kumpel. Bist du auch anständig? Das weiß ich nicht. Gesteigerte Werte unter Wasser. Aha. Interessant. Mit schleimigem Leder. Weiß ich nicht, ob ich das brauche. Aber tatsächlich könnten wir den himmelblauen Platscher jetzt verbessern. Cool. Na gut, brauchen wir aber nicht. Aquastrom. Ja, einmal. Größere Abdeckung. Wenigstens einmal, würde ich sagen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Naja, okay. Einmal war schon gut. So, Brigantine. Immer noch nicht. Doch, hier, Brigantine. Oh, Monsterpelze. Zwei Monsterpelze, wir haben einen. Wie kriegen wir denn jetzt Monsterpelze? Ich wette, ich müsste einfach nur mal ins Archiv schauen. So, Archiv, Gegenstände. So, Monsterpelze. Gedrückt von Simian. Simian. Der Simian ist was? Gebundene Scherben 50%. Hey, wir haben die Hälfte der Scherben. Simian. Nur die Viecher? Nur Affe? Okay. Das sind die einzigen, die dieses... Ach, vielleicht mache ich das mal offscreen. Ich bin da nämlich nicht so, dass ich sage, ich muss das unbedingt alles im Let's Play haben, um das rauszuzögern. Ich wollte aber hier nochmal gucken. Hier irgendwas Geiles haben. Aber es bleibt dabei, dass wir nichts Geiles haben. Das wäre halt gut. Hoffood. Haben wir leider nicht. Und dunkle Materie haben wir genauso wenig. Keulen. Big Speed und ein Eisring. Also Big Speed kriegen wir durch dieses eine Ding und das andere Pelekus. Was haben wir gerade? Wir haben gerade 48. Ja, das ist halt schon. Das ist halt schon eine Hausnummer. Das ist nicht mal eben wegzukriegen. Auch das sind nur 46, der verbesserte Blutschleife. Nee, das können wir vergessen. Okay. その残月から、やぶみが来てますわ。灼熱の岩窟にて不可思議な悪魔を見て候と。 In den brennenden, heißen Höhlen suche den seltsamen Dämon. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ja, ich will gucken, ob ich hier eine Brigantine kaufen kann. Aber nein. Obwohl ich schon mal eine hatte, verkauft sie die nicht. Das finde ich nicht nett. Arigato. Oma braucht immer noch ihre Pizza. Für die Brigantine kriegen wir aber Pizza, weshalb ich nicht einsehe, dass wir das dafür verbrauchen. Komm hier, gib mir meinen Mais. Und du kriegst meinen Reis. Ja gut, ich muss mal eben schauen. Wir sind bei 30 Minuten. Ist schon nicht wenig, aber...
Trotzdem würde ich gerne nochmal schauen, dass wir vielleicht noch ein bisschen weiterkommen. Wir wollen ja nochmal ins Wasser rein. Genau, hier wollte ich, glaube ich, hin, ne? Ja, hier ergibt keinen Sinn da. Da geht kein Weg mehr weg. Eigentlich haben wir alles von der gesamten Wüste erkundet, wenn ich das hier so sehe. Außer... Ah, ich kann halt nicht hin. Dieses Ding zwischen den beiden hier. Wo es nach oben geht. Aber das ist meiner Meinung nach das, was wohl das Heißeste sein sollte. Aber wir haben ja diesen einen Bereich, wo wir den Reflektorstrahl unter Wasser noch anwenden müssen. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass das der Ort ist, wo wir erfolgreich sein werden. Genau, deswegen. Ja, ja, mach du mal. Nein, der ist tot. Okay. So, okay, genau. Wir brauchen einmal das hier. Flop. So, gebratener Frisch. Ich liebe meinen gebratenen Frisch. Moin. Sei gegrüßt. So, hier haben wir noch ein schickes Pferdchen. Okay, tschüss Pferdchen. 2000 Gold. Ich gucke nochmal eben nach hier hinten. Ich meine, wenn da was wäre, hätten wir es wahrscheinlich mit dem Wasserstrahl auch gefunden. Aber sicherheitshalber schadet es nicht zu gucken. So, von mir aus auch so. So, mach, dass du wegkommst. Genau, diese Stelle hier meinte ich. Na komm. Will nicht. Komm her. Gut, dann halt nicht. Scherben. Reflektorstrahl. So, geht doch. Und wieder switchen. Aquastrom. Und fertig. Na du Muschel. Hoppala. Oh, was gibt's hier? Schnittwiderstand. Okay, akzeptiert. Nehme ich gern an. Quietsch! Ich wusste nicht, dass Muscheln so quietschen. Tatsächlich wusste ich das. Wenn die da in die Luft aus sich rauspressen, dann quietschen die ab und zu mal so. Ach, ich habe schon wieder geswitcht, sorry. Reflektorstrahl. Okay. Kommen wir da überhaupt hin? Achso, hier kommen wir. Ah ja, kommen wir. Sehr gut. Plünderring. Okay. Schwertfisch. Ein Schwertfisch? Ist der gut? Ein Katana. Ein riesiges Holzschwert, das nach einem Fisch benannt wurde. Ah, nicht schlecht. Ja. Hat auf jeden Fall viel Schönes, muss ich sagen. Mit einem Schwertfisch rumzuwedeln. So, ich hoffe mal, dass wir den jetzt erstmal nicht mehr brauchen. Ich sollte mir den, glaube ich, irgendwann mal auf einen Shortcut legen. Aber... Geheimes Zauberlabor. Hier sind wir wieder. Dominik und Alfred. Das war eine Anfrage von dir. Was ist das? Das ist ein Fehler. Aber... あなたが罠を仕掛けていたのは貴様に罗賀エスの賞を渡すわけにはいかぬのでな。面白いことを言いますわね。賞を求めるのは10年前。何を言っているのかしら。ミリアム。はい、 ich bin's, Miriam. Und ich habe dir von Anfang an nicht vertraut, Dominik.
Na gut, ganz stimmt das nicht. そう。だから残月に向かうように隠していても仕方ありませんわね。私の両親は私と同じ、しかし 私は再び悲劇を起こさないためにロガイスの書を回収したいだけ。わかったわ。私もありがとう。私もあなたを全力でサポートしますわ。Ich glaube ihr immer noch nicht. Schöne Geschichte, aber ich glaube ihr noch nicht. Oh, eine Guillotine, cool. Komm, runter damit. So, genau. Oh, hi, was bist du denn? Ah, tot. Hm. Au. Dunkelelementar. Ah, erstmal sitzen. Okay. Gut, genug gesessen. 500 Gold mitgenommen und weiter geht's. Hier. Oh, ein Porterraum. Okay. Au. Oh, das ist unser erster Elementar, der uns eine Scherbe gibt. Meines Wissens nach Dunkelheitswiderstand. Au. Ja, na klar. Easy. Gebels Bemühungen haben uns eine große Menge Scherben verschafft. Jetzt, da die Kinder gut ausgebildet sind, sind unsere Scherbenbinde-Experimente ein großer Erfolg. Vor allem eines der Mädchen, Miriam, scheint unendliches Potenzial aufzuweisen. Sowohl wenn es darum geht, wie viele Scherben sie beherrschen kann und zu welchem Ausmaß. Wenn meine Berechnungen stimmen, dann haben wir endlich genug Kristalle, um die große Dämonenbeschwörung durchzuführen. Es war ein langer, beschwerlicher Weg, aber bald sind wir am Ende angekommen. Mein alter Freund stellt sich weiterhin gegen das Ritual, doch um Großes möglich zu machen, müssen wir Großes opfern. Das ist das grundlegende Prinzip der Alchemie. So, ich muss hier noch mit hoch, bitte. Dankeschön. Hallo? Ja, mach's weg. Da, genau. Mach's einfach weg. Königinnenschwanz. Eklig? Komm her. So, weg damit. Oh, Bosskampf. Wollen wir noch einen Bosskampf in der Folge machen? Ja, ne? Kleiner Bosskampf am Rande. Nur ein Versuch. Wenn ich es schaffe, ist gut. Wenn ich es nicht schaffe, ist nicht so gut, aber dann nicht schlimm. Eine zweite Miriam? Au. Aua. Alter. Was ist das denn? Was bist du denn? Ach, außer in der Wand natürlich, ne? Boah. Miriam, du gehst mir auf den Sack. Weißt du das? Ja, jetzt fängt sie wieder mit ihrem Feuer an. Die feine Dame. Natürlich, ja, damit habe ich gerechnet.
Okay, ich wusste nicht, dass sie das frei, wie sie Bock hat, bewegen kann. Komm, kratz ab, du blödes Ziege. Okay, sie ist abgekratzt. Blöde Miriam, ey. Was kriegen wir? Schattensucher. Erschaffe einen Schattendoppelgänger. Aha, okay. Das muss ich gleich mal ausprobieren. Okay. Interessant. Weiß nicht, inwiefern uns das weiterhilft, aber gut, dass wir das haben. Ich bin froh, dass wir den Bosskampf noch geschafft haben. Und dann bedanke ich mich bei euch, Freunde, und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss.